Hallihallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Duell um den Wein zwischen Dietmar und mir. Hallihallo, das klingt so ein bisschen wie Kasperltheater. Tritra, tralala, tritra, tralala, oh, der Thomas ist auch wieder da. Oder wie Wiegald Boning, der auch mal Hallihallo sagt, den können wir auch nochmal einladen. Oh, Wiegald Boning, der auch ganz gut. Ja, Wiegald Boning, interessanter Mann. Ja, hallo. Hallo, Herr Hallo, hallo, Herr, hallo, Herr Boning. Hallo. Wir hatten doch Tanja Schumann mal hier. Ja. Die Tanja und der Wiegald, die haben ja mal jahrelang zusammen so eine ganz bekannte Sendung. Ja, die haben jetzt auch wieder eine Reunion. Beim RTL gemacht. Und eigentlich, Tanja, ich rufe dich mal an. Tu das. Gut, aber dafür sind wir heute nicht da. Duell. Das Duell. Es geht weiter. Wein. Ja. Heute Rotwein. Wer hat letztes Mal gewonnen? Letztes Mal, lass mich nachdenken, hast du vollkommen zu Recht gewonnen. Ja, das wollte ich nochmal hören. Der gelbe Muscatella, der süße von Klaus Stülp, den du damals mitgebracht hast, das war genau der richtige. Also genau dein Geschmack, nicht? Für meinen Geschmack, ja. Ja, eigentlich muss ich immer nur gucken, dass ich deinen Geschmack treffe. Richtig, in diesem Konzept, das wir hier spielen, geht es eigentlich darum. Es geht nur um deinen Geschmack. Es geht immer nur um meinen Geschmack. Natürlich. Ja, natürlich. Genau. Ja, habe nie was anderes gedacht. Oder um deinen. Ja, aber das gibst du ja nicht zu. Ja. Nee. Das würde ich nicht tun, nein. Nee. So, was haben wir denn heute für ein Thema? Unser Thema heute ist Chianti. Und warum Chianti? Ganz genau, warum Chianti? Chianti machen wir heute, weil ich finde, der Chianti hat eigentlich ein komisches Image. Das ist so ein bisschen wie, als ich neulich den Moselriesling mitgebracht habe. Das hat sowas leicht Angestaubtes. Es ist aber auch der klassische Wein, wenn man bei einem Italiener sitzt. Da gibt es meistens Montepulciano, Chianti, Pinot Gris, Primitivo vielleicht noch. Ja, Primitivo. Genau. Also in der Rotwein-Variante sind auch Montepulciano und Lambrusco. Lambrusco. Das ist ein Thema. Ja, wir sehen uns ja bald wieder. Überlegst dir, du kannst ja Lambrusco mal auf. Du Scheiße. Ich fand es einfach spannend, obwohl ich selber kein großer Chianti-Trinker bin, einfach mal zu schauen, was finden wir beide so, wenn ich dir die Aufgabe stelle, Chianti zu holen. Und lass uns mal über Chianti reden, weil ich finde, das ist auch wichtig, wenn man mal beim Stammitaliener sitzt, den haben wir ja fast alle, einfach zu wissen, was kaufe ich da, wenn ich so einen Chianti kaufe. Mhm. Chianti, wo ist dein Stammitaliener? Mein Stammitaliener hat 2022 zugemacht auf dem Eppendorfer Weg in Hamburg, was ich sehr bereue. Die Osteria Gattonero war ein grandioser Laden. Ich habe es sehr geliebt, wir waren da sehr oft und seitdem vermissen wir sehr unsere Italiener. Aber ich habe noch einen zweiten Stammitaliener, nämlich in Berlin. Ich habe ja auch lange Zeit in Berlin gelebt und bin ja auch beruflich immer noch durch ASK Berlin viel in Berlin. Und da habe ich in Tempelhof, jetzt kann ich mal Werbung für ihn machen, das hat er verdient. In Tempelhof gibt es Bruno, das Restaurant Bruno, bei Bruno. Oh, Bruno, Eccola, Bruno. Einfach nur bei Bruno. Ja, Bruno. Und wenn Leute bei Bruno eine Pizza bestellen, beschimpft er sie, dass er ein Koch sei und kein Bäcker. Bruno besitzt auch gar keine Karte. Die sind so wie er die Leute bewirft mit irgendwelchen abgelaufenen Gemüse. Mein Freund Bruno hat auch keine Karte, sondern Bruno kommt an den Tisch und erzählt dir, was er so in der Küche hat und was er daraus machen könnte. Stimmt, da wollten wir immer schon mal hin. Genau. Ich schleppe auch fast jeden, mit dem ich mich in Berlin treffe, zu Bruno, weil es einfach schöne Abende bei ihm sind. Man kommt auch unter drei Gängen nicht weg und er ist einfach ein super netter, lustiger Typ. Er ist der Kellner, er ist das Sommelier, er ist der Koch, er ist die Karte und er ist auch der Unterhalter. Er kommt zwischendurch noch an den Tisch und erzählt auch lustige Witzchen. Und ich kann jedem, der hier zuhört und irgendwie vielleicht mal nach Berlin kommt, nur einen Besuch bei Bruno empfehlen. Er sitzt wo? In Tempelhof, Friedrich-Wilhelm-Straße, glaube ich, heißt es da. Und falls ihr da hinkommt, grüßt ihn schön von Thomas von der SPD, dann weiß er Bescheid. Super. Ja, ich bin ja immer nach Schanze. Ja. Das heißt immer. Also immer. Ab und zu in der Schanze mit meiner Liebsten. Wo wir deinen 50. Richtig, gefeiert haben. Genau. Den 50. Du musst das gar nicht so stark betonen. Das ist 50 ist der 18 bei Scrabble. Ja, also das ist nicht das Problem. Ja. Also insofern, und war eine geile Feier, oder? War eine super Feier, wir hatten viel Spaß. Ja, war richtig viel Spaß. Und auch viele Lampen an. Ich habe mit Tom, unserem alten Freund Tom, zu später Stunde noch draußen auf der Straße gestanden. Wir haben uns noch Flaschen von draußen kommen lassen. Genau. Und bei dem, der bei Remo. Ja, Napoli heißt eigentlich der Laden von außen, aber ist eigentlich Remo. Er ist nur umgezogen, der war vorher in der anderen Ecke von der Schanze. Und er ist direkt gegenüber von der Roten Flora. Und da sitzen wir ab und zu mal und es ist einfach immer ein, ja, so ein bisschen wie,
Also ich kehre in die Familie eigentlich von meiner Liebsten, weil die kennt den schon lange und gehöre mittlerweile so immer dazu. Habe ein so das Gefühl, dass ich dazugehöre und das ist echt toll. Das ist echt schön. Gute Küche und ja, man geht satt raus und das ist immer eine besondere Atmosphäre da. Naja, ich finde, also einen eigenen Italiener haben wir schon. Das ist ja, das ein eigener. Also eine Anmaßung. Ja, mein eigener Italiener. Mein Grieche. Ja, mein Grieche, genau. Wo ist dein Grieche? Ich habe keinen Griechen. Und bei uns jetzt hier um die Ecke. Der Grieche, zu dem ich am ehesten gehe, ist The Greek in Hamburg. Direkt an den... Da war ich schon. Was war das? Ein Jahr her wieder. Stimmt, ein bisschen mit der. Da gibt es übrigens, was ich gelernt habe beim Griechen, ganz kurz noch eine kleine Fußnote. Uso, wie trinkt man Uso? Warm. Ja, genau. Und die meisten servieren das ja eiskalt. Schnell. Warm und schnell. Aber wenn er warm ist, die meisten denken immer, das muss eiskalt sein, weil die Gläser mal eiskalt sind. Aber es stimmt nicht. Uso gehört. Das streiten sich jetzt natürlich manche Freunde immer auch drum und sagen, nein, ich kann ihn nur trinken, wenn er kalt ist. Aber eigentlich trinkt man ihn warm. Ich glaube, wir haben noch ein Thema nach Lambrusco gefunden. Griechischer Wein. Ja, aber nur, wenn du singst. Natürlich, wenn ich singe. Ja, natürlich, klar, wenn du singst. Ja, aber dann machst du einen eigenen Podcast. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wir sind beim Chianti gelandet. Du hast einen schon eingeschenkt. Dietmar, ich habe dir meinen Chianti Classico eingeschenkt. Was heißt Chianti Classico, weißt du es? Ja, klassische. Ja. Nein, das ist ein Gebiet, nämlich das klassische Chianti-Gebiet, weil das Chianti-Gebiet wurde nochmal erweitert. Es ist ja, eigentlich ist das Chianti ja diese Gegend zwischen Florenz und Siena, also dieses Herzstück der Toskana. Man könnte es eigentlich auch Toskana-Wein nennen, aber diese Region heißt eben Chianti und es ist eine wunderschöne Gegend. Also unser Toskana-Urlaub, ich habe es sehr, sehr geliebt und genossen, durch den Chianti zu fahren. Es war wirklich wunderschön dort. Siena ist eine tolle Stadt, San Gimignano auch, aber das ist ja eher eine Weißweingegend da drüben. Und heute reden wir über ein Chianti Classico vom Weingut Bibiano aus dem Jahr 2020. Ja. Er hat 14,5%, also der dröhnt schon ordentlich. Ja, ist genau. Ein kompletter Bio-Wein und ja, lass uns einfach probieren. Bio-Wein, du und Bio-Wein. Ich und Bio-Wein. Es ist übrigens ein DOCG, das heißt natürlich höchste Stufe, Qualität und Herkunftsgarantie. Wenn ich mit Bio-Wein angekommen bin, habe ich ja laut deiner Bewertung ja immer auf der Nase gelegen. Oder schön. Wie Jessica Stockmann zu dir sagte, Bio muss ja nicht immer schlecht sein. Ja, genau, richtig. Oh mein Gott. Was bist du an dem Abend baden gegangen? Eigentlich gar nicht. Wenn, dann bin ich im Champagnerbaden gegangen, weil so viel Champagner habe ich mein ganzes Leben noch nicht getrunken. Stimmt, das war ein Champagnerbad. Das war ein Champagnerbad. Ja, ich habe etwas Neues gemacht. Mir fallen langsam keine Trinksprüche ein, deshalb habe ich jemanden gebeten, mir einen zu schreiben, nämlich die neuerdings die künstliche Intelligenz des Internets. Und mir wurde ein Weinspruch gebaut namens Auf den Wein, der uns das Herz erwärmt, die Seele beruhigt und die Freundschaft stärkt. Boah. Was für eine künstliche Intelligenz. Wäre fast aus deiner Feder gewesen. Hätte von mir kommen können. Hätte von dir kommen können, nur nicht so poetisch. Aber ich bin eine echte Intelligenz. In dem Sinne. In diesem Sinne. Prost. Oh. Das Chianti. Also, ich muss jetzt mal sagen, der riecht, wenn man riecht, hat er so eine Sauerkirschnote, finde ich. Also, so vom Geruch her gesehen. Seli Quarkwee würde wahrscheinlich irgendwie sowas sagen, wie von wegen abgeriebenen Reifen auf der Autobahn. Grüße an die Weinprinzessin. Ja, Grüße an die Quarkwee. Und, oder wahrscheinlich irgendwie sowas wie das Kaugummi, das an der Schuhsohle kleben geblieben ist und auf dem Teer feststeckt, ne? Also dass man sich nicht bewegt. Irgendwie sowas würde ich sagen. Aber es hat, ja, es ist so eine Sauerkirsche. Es ist merkwürdigerweise, wenn man so riecht, hat man das Gefühl, er ist flacher vom Geschmack. Aber wenn man einen Schluck nimmt, ja, dann kommt da richtig Wumms. Dann merkt man diese 14,5%. Er hat aber auch eine ganz schöne herbe Note, Tannine auf der Zunge, muss ich sagen. Und wie es eben so ist bei Chianti, man braucht dringend was zu essen dazu. Ja. Also Chianti ist kein Wein, den man einfach nur so nebenbei trinkt, finde ich. Sondern da brauchst du Kohlenhydrate. Du brauchst Nudeln, Pasta, Pizza. Du brauchst irgendwie so einen kräftigen Gegenpart, weil der Chianti immer schon durchaus das sagt man ja auch, starke Note hat. Der Traube nach dem Chianti ist ja in der Regel Sangiovese. Und dieser Traube sagt man ja auch nach, dass sie eine der wenigen ist, die es richtig gut mit Tomatensauce aushält. Und weshalb sie eben so eine typische
Italiener Traube ist und weshalb Chianti auch Sinn macht beim Italiener, wenn man eine gute Spaghetti Bolognese hat oder eine schöne Pizza mit Tomatensauce. Ja. Das macht schon Sinn. Ist was anderes drin? Weißt du das? Meines Wissens nicht. Meines Wissens ist noch keine Sachen gewesen. Meines Wissens ja. Okay. Er ist nicht super dunkel, also nicht so dunkel wie so ein Primitivo, sondern da sieht man noch schön was Helles. Also man könnte auch glauben. Und ich glaube auch nicht, dass er im Holzfass war. Kann das sein? Das kann ich dir gar nicht sagen. Weil er hat eine relativ geradlinige Geschmacksstruktur, wenn man es mal so sagen kann. Oh, das klingt schon so, als wäre man ein Sommelier. Eine geradlinige Geschmacksstruktur. Was ich damit sagen will, irgendwie er schmeckt nicht so hölzern. Also der hat nicht so. Er hat nicht viele Tannine. Mhm. Das ist auch überschaubar. Ein bisschen was ist drin, aber nicht zu viel. Mhm. Er hat auch hinten raus eine ganz, ganz leichte Schärfe. So ein bisschen pfeffrig. Ja, genau. So ein bisschen Syrah oder sowas. So in der Art vom Geschmack her kommt da hinten rum ein Stück weit raus. Ich finde, der ist super zum Podcasten. Zum Podcasten. Also, du sagst super jetzt zum. Nein. Für seinen schönen. Podcafee. Für seinen schönen Freitagnachmittag, auf dem wir beide uns ja gerade treffen. Ja. Ist der super. Nee, der ist wirklich gut. Ja. Ich mag den ja. Ja. Aber wie gesagt, du brauchst was zum Essen dazu. Apropos Essen, ich glaube, ich muss mal ganz kurz meine Wurst beißen. Dietmar hat Wurst bereitgestellt, Käse und Baguette. Ja, man braucht einfach ein bisschen was. Interessant, mit der Wurst, die machen die Wurst. Dietmar schüttet Chianti auf Wurst. Könnt ihr auch reintun, aber das war Kennst du die Bonbon aus Wurst? Von Helge Schneider, Bonbon aus Wurst? Ja, klar. Ja, schlimmes Lied. Aber schön. Ein Ohrwurm. Oh, Helge Schneider, auch mal. Können wir mal rein. Ja. Aber Wein. Ich glaube, da kann ich nicht ernst bleiben. Und ich bin ja sehr ernst immer in diesem Podcast. Deshalb können wir natürlich keine witzigen Menschen einladen. Richtig, ganz genau. Ein Mann, der nie ein Lächeln nimmt, rutscht. Ja. Was hast du denn heute mitgebracht? Ein Chianti, man glaubt. Wahnsinnig. Ich schenke dir mal ein. Das ist ja ein Rotwein. Ja, Mensch. Ne? Aber wenn man schon mal das Glas neben deines stellt, dunkler. Ein ganzes Stück dunkler. Ich finde, der moussiert sehr schön im Glas. Ja. Hat so auch so leichte lila Violetttöne drin. Hätte ich den blind bekommen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das sieht aus wie ein Primitivo. Das sieht sehr schön aus. Also von der Farbe her definitiv der schönere Wein. Ich sag mal einen Trinkspruch. Ja. Wer nichts erwartet, wird auch nicht enttäuscht. Das ist ja nicht mehr uns beiden. Dafür, wenn ich dich so ansehe. Ja, ja. Richtig. Warum mache ich das ja eigentlich die ganze Zeit? Warum? Warum? Auch gut. Mal gucken, wie viel wir da eigentlich. Ist ein bisschen zu kalt? Ja, das ist noch ein bisschen das Problem. Das gerne. Deiner hat 14,5 oder was? Ja, 14,5. 14,5. Meiner hat 13,5. 13,5. 13,5 ist ein bisschen weniger. Finde ich aber trotzdem kräftig. Ja. Das ist auch eher das, wo die Chiantis unterwegs sind. Die sind gerne bei 13, 13,5 unterwegs. 12,5 manchmal auch nur. Und deiner sind 2,20er, meiner sind 2,19er. Ich habe einen mitgebracht und zwar von Villa Antinori. Und Villa Antinori von Marchese Niccolo Antinori als erster Chianti Classico hat ihn präsentiert. Ist auch ein sehr geläufiges Haus, ein sehr großes Haus in Italien. Dieser Chianti ist vor allem mit 55% Sangiovese, 25% Cabernet Sauvignon und 10% Merlot und 5% Syrah, also das ist eine ganz schön große, gewaltige fette Cuvée. 12 Monate ist er in Eichenholzfässern gelagert gewesen. Und das merkt man auch so ein bisschen. Er hat so ein bisschen Ja, da merkt man Fass. Ich finde auch, der ist von den Tanninen deutlich stärker als meiner. Dann ist mal deinen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei meinem es ein bisschen länger im Mund bleibt. Aber Deiner ist voller. Der hat was Erdigeres, was ja. Bodenhaftigeres, irgendwie. Weicher.
Ja, tatsächlich. Aber das liegt an diesen 1% Alkohol, glaube ich. Ja, während ich bei meinem das Gefühl habe, ich lecke einen Olivenbaum ab, habe ich bei dir das Gefühl, ich lecke so eine, von so einer Flugschare frisch gemähten Boden durch. Ja. Was das Bild ist aber übrigens sehr schön, was wenn du auf dem Boden liegst und leckst. Ja, bei Olivenbäumen gibt es Fotos. Bei zu sehen auf unserem Wein. Beim www.lino-weinpodcast.de. Oh, das müssen wir. Kannst du das Foto nicht schicken? Das ist doch geil. Das war ein Spaß, Dietmar. Nein, das glaube ich natürlich nicht. Gibt's natürlich gibt es keine Fotos, die ich Olivenbäume abschlecke. Nein, dass es Fotos gibt, wo du Olivenbäume abschlägst. Ich leck doch keine Olivenbäume ab. Ja, ich habe Oliven von den Bäumen. Es gibt ein Foto von mir am Ortseingangsschild vom Mont Rachet. Ja, aber dann leckst du ja nicht das Schild ab, oder? Nee. Oder? Nein. Nochmal kurz sagt, nein. Nein. Nein, aber das ist... Es ist wirklich spannend. Und so, also wir haben zwei Chiantis, gleiche Region, vollkommen unterschiedliche Weine. Total. Und das macht ja immer so dieses Wein genießen ja so aus. Das ist egal, ob es ein gleiches Thema ist mit den gleichen Rebsorten, aber sobald ein anderer Boden da ist, sobald eine andere Gegend da ist, sobald ein anderer Winzer daran beteiligt ist, es unterscheidet sich sofort. Genau, hier ist noch stark die Küvettierung bei dir. Du hast ja vier Sorten im Wein. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage dessen, wie man selber tickt. Also ich gehe selten ins Restaurant, bestelle das Gleiche noch einmal, weil ich gerne rumprobiere und Geschmäcker ausprobieren, was Neues gerne habe. Du bist so einer, der immer sagt, so, ich hätte gerne das, was da drüben auf dem Teller ist. Ne? Nein. Aber das ist ja auch das Spannende an der Welt des Weins, dass du bei jeder Flasche vorher nicht so richtig, also wenn du nicht schon mal getrunken hast, nicht weißt, was kommt und immer wieder was Neues erlebst. Und es ist schön, den Geist und den Gaumen immer wieder neu zu beschäftigen. Ja, du klingst richtig philosophisch. Ja. Heute bist du so sanftmütig. So kenne ich dich gar nicht. Was ist da los? Ja, stimmt, das heißt hier Duell um den Wein. Ja, meiner ist besser. Ja. Oh Mann, erkennt schon am Tonfall deine Lüge. Aber oh. Aber ich finde unser neues Format Duell um den Wein sehr schön, weil wir so viel trinken dürfen. weil wir noch mehr trinken dürfen als sonst. Ja, nein, weil wir bei einem Thema jeweils mal zwei unterschiedliche Weine sehr nah beieinander bringen. Wenn wir unsere Gäste da haben, führen wir ein sehr viel längeres Gespräch. Die Sendung dauert länger. Manche finden es super, manche sagen, Mensch, mach doch schneller, Jungs. Aber hier haben wir wirklich innerhalb von ein paar Minuten zwei Weine nebeneinander. Gleiches Thema, in der Regel gleiche Traube, aber doch sehr unterschiedlich. Mhm. Guck mal, kommen wir gleich zu einem Thema, was wir irgendwo eingeführt haben. Ja. Klugscheißer. Du darfst drei Fragen beantworten. Sehr gerne. Und das ist geil. Die Frage hat was mit uns zu tun. Mit uns? Mit unserem Podcast. Das ist geil. Frag mich jetzt bitte nicht, wie du heißt. Ich weiß, du weißt es nicht. So, wie verhindert man am besten, dass die Luftblasen aus der Flasche entweichen, wenn man eine halbe Flasche Champagner im Kühlschrank aufbewahren möchte? Wäre auch eine Frage für Jessica. Ich glaube, das Beste ist, die Flasche auszutrinken. Das ist auch eine gute Antwort, ja. Steht aber hier nicht. Schade, das Zweitbeste hätte ich jetzt gedacht, Korken nochmal drauf. Nein, eben nicht. Man stellt sie offen in den Kühlschrank. Ach was. Ja, hätte ich jetzt auch nicht wegen gedacht. Der Kälte? Die Kälte hält die Blasen und man braucht auch keinen Löffel reinhalten, weil das ist Quatsch. Warum? Oh, das ist lustig. Das ist ein Thema, ich glaube, das interessiert auch deine Frau. Warum sind Nabelflusen fast immer blau? Oh Gott, warum sind Nabelflusen fast immer blau? Das ist eine geile Frage. Ich würde sagen, weil Baumwolle sich schnell blau färbt. Nee. Ja, hat auch was damit zu tun, wahrscheinlich. Das Waschmittel enthält einen Blauton, der die gelbe Schmutzfarbe neutralisieren soll. Nach einer Wäsche bleiben Partikel dieses Blautons in der Kleidung. Ah, interessant. Nicht schlecht, ne? Interessant, ja. Nicht schlecht. Letzte Frage. Ja. Warum wird bei Start und Landung die Beleuchtung in der Flugzeugkabine ausgeschaltet? Wegen der Tiere? Was für Tiere? Fliegende Tiere, dass die nicht aufs Flugzeug zufliegen. Innen drin? Draußen. Du bist auch so ein Tier. Ja. Ja, du wirst sofort angelockt werden. Ja.
Du bist sofort dann wieder hin. Wie so eine Motte vom Licht. Nee, ist klar. Ja. Du rennst auch auf die Straße, wenn irgendwo im Auto Licht ist, rennst du sofort aufs Auto zu. Ne? Oder wegen des Gegenverkehrs. Nee, hat nichts damit zu tun. Ne? Ja. Damit sich das Auge eben für den Fall einer Notlandung an die Lichtverhältnisse draußen gewöhnen kann. Ach was. Ja, das hat doch einen Sinn. Ne? Das hat einen Sinn. Ja. Gott, ich hoffe, ich werde es nie brauchen. Nee, um Gottes Willen. Ja. Um Gottes Willen, aber jetzt weiß man es. Ja. Also wenn man sich immer denkt, wo machen die Blödsäcke da jetzt das Licht aus? Ich lese gerade so schön. Ja. Hat einen Grund. Ah ja. Ich höre ja, wenn ich fliege, gerne einen Podcast namens In Vino Verbi. Ja, was ist das für einer? Das ist ein Talk-Wein-Podcast. Gutes Format. Gutes Format, ne? Gutes Format, habe ich auch schon mal von gehört. Ja. So, sag mal, was kostet deine Flasche? Meine Flasche kostet 15 Euro. 15 Euro? 15 Euro. Habe ich bezahlt. Guck mal, wir sind wieder relativ dicht beieinander. Bei mir sind es ungefähr 16. Ja. Und das war jetzt nicht abgesprochen. Nee. Das Thema war offen. Das war offen. Du hättest auch 100 ausgeben können. Braucht ihr nicht. Aber, aber das Ding ist tatsächlich, und finde ich wieder schön. Also, dass das wieder eine genau gleich gestaffelte Preiskategorie ist. Mhm. Ich habe jetzt nebenbei kurz getrunken. Mhm. Deinen und meinen. Deine hat noch eine gewisse Säure, also Säuerlichkeit da drin. Also die Sauerkirsche, was ich vorhin so sagte. Das ist noch so eine kleine, saure Note dabei. Ja. Und bei meinem ist nicht. Aber da hat so eine herbe Note noch dabei. Das ist das wieder, was dich nicht so anfickt. Ja, genau. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Also, wenn wir jetzt mal zum Ende kommen eines Duells. Ja. Ich finde, meiner ist der etwas gefälligere. Weil nicht so hart in den Tannin, weil etwas weniger Bitterstoffe. Aber er ist auch ganz schön sauer. Also er ist wirklich sauer. Es ist so ein bisschen wie, jetzt weiß ich, was Sebi sagen würde. Sebi würde sagen, er würde so eine saure Haribo Kaugummi-Zeugs vom Schwimmbad. Als du im Schwimmbad bist, hast du immer so eine Tüte gekriegt mit unterschiedlichen Gummidingen, die du dann gekauft hast. Ja. Und da gibt es immer die sauren, weiß ich nicht, wie die heißen. Ja. Und das hat sowas davon. So eine saure, saure Kirsche als was dir lange in den Zähnen hängt. Ja, nee. Ja? Nee. Ich hatte in den Zähnen mal die Schlümpfe. Ja, weil es blau ist. Also wieder so ein Blauton. Ja, von irgendeinem Waschmittel. Ich dachte, ich wäre damit blau. gut. Make a long Chianti short. Ja. Ich war heute für meinen Mann. Und ich für meinen muss ich tatsächlich gestehen, also weil mir die saure Note zu sauer ist. Ja. Und meiner das Gefühl habe, einfach, der bindet sich besser auch noch ins Essen ein. Also der ist runder, aufgrund eben nicht des ganz hohen Alkoholgehaltes und hat einfach noch ein bisschen von der geschmacklichen, von den Tanninen her gesehen, ist er nicht ganz so schroff. Und der von dir, der hat so... Der haut so ein bisschen zu viel Säure, also zu sauer rein, für mich. Aber das ist jetzt Geschmackssache. Genau. Ne? Also auch hier sind wir wieder, wie bei den letzten Weinen, wo süße und herbe Note so gegeneinander standen. Mhm. Haben wir hier so ein bisschen, finde ich, die saure und die herbe Note, die so gegeneinander steht. Ist anscheinend unentschieden, aber das ist auch in Ordnung so. Kauft doch endlich mal was für meinen Geschmack. Ja, also einmal noch ganz, ganz kurz benannt. Viviano Chianti Classico. C. 2020 von Thomas. Und einmal der Villa Antinori Toscana aus dem Jahre 2019 für jeweils 16 Euro von mir. Perfekt. Wenn ihr mehr wissen wollt, ihr findet uns unter invino-weinpodcast.de auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube. Bitte bewertet uns, kommentiert uns und folgt vor allem diesem Podcast, damit ihr auch die nächste Folge hören werdet. Und die nächste ist wieder mit einem wunderbaren Gast oder Gästin. Ich sag's euch, es ist eine Freude. Wahnsinn. Wahnsinn. In dem Sinne, Finger weg vom Alkohol. Stößchen. Bis bald. Bis bald. Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.